Hallo, es geht wieder etwas schlecht. Ich bin so krank. Es ist 19 Uhr. Kennt ihr das, wenn ihr Popcorn gegessen habt und ihr habt so halbe Maishülsen-Dinger so zwischen den Zähnen? Denn eigentlich bin ich ja krank und ich mache eigentlich Diät, aber ich habe gerade so Bock auf Süßigkeiten gehabt. Und da habe ich meinen Fressschrank geplündert und da habe ich noch Popcorn gefunden. Mikrowellenpopcorn, 2 Jahre abgelaufen. Macht aber nichts. Einmal, also 2 Packungen mit jeweils 3 Tüten, gab es mal bei Lidl oder so. Und die ersten 2 Tüten habe ich dafür gebraucht, die richtige Einstellung für die Mikrowelle zu finden, ohne dass alles fackelt, abfackelt, verkohlt und qualmt und stinkt. Die dritte Tüte war dann halbwegs gut. War sehr lecker gewesen. So. Aber dann habe ich gedacht, gut, ich will noch mehr. Habe ich die nächste Packung aufgemacht. Das war dann aber leider nicht süß, also mit Zucker, sondern das war mit Buttergeschmack. Ob da wirklich Butter drin ist, ist die Frage. Buttergeschmack ist ja, wenn irgendwo mal dran steht Geschmack, dann ist von dem geschmacksgebenden Dingens eigentlich immer nur wenig drin. Hab dann noch Zucker drauf gemacht hinterher. Die ist auch gut geworden, die Packung. Ja, ich hatte hier die ganze Schüssel voll. Jetzt ist sie noch halb voll. Aber das schmeckt halt irgendwie nicht so. Also klar, es ist gut, aber es ist halt nicht so wie das Gesüßte. Obwohl ich Zucker drauf gemacht habe. So, wir sind ja jetzt angekommen bei Sixen Communications oben. Haben festgestellt, muss mein Drücker einmal ein bisschen Licht ausmachen, dass die Kommunikation gesperrt ist. Habe zwischendurch noch gegessen. Eigentlich jetzt sterben. Oh, hallo Alfred. Ja, du hilfst mir, ne? Du hältst zu mir. Ja, Schnurr, Schnurr. Alfred, ich muss mal pupen. Dem ist das egal, Junge. Dem stört das nicht. Ja, ich hatte noch Bolognese über von gestern. Die Freundin hat gestern Bolognese gemacht und da war noch was über. Das wollte ich ja eigentlich zum Mittagessen essen, aber als ich von Arbeit kam, habe ich was vom Burger King mitgebracht, weil ich wusste, heute ist eh scheiße, da kannst du. Ich hatte vom Burger King ein Single Steakhouse ohne Käse. Ja, hast du schon mitgekriegt, die wollen für Käse extra Geld haben, sind die verkloppt, bekloppt? Ja gut, wir machen weiter mit Alfred. Alfred hilft. Ach ja, stimmt, wir können ja da oben in diese Lüftungsschlotter-Apparatismus-Geschichte rein. Und hier unten können wir mal gucken, was hier so los ist. Du bist mein bester Freund. Ja, aber ich glaube, ich lege mich gleich mit den Miezekatzen ins Bett und kuschel ein bisschen. Das glaube ich. Gerade ist euer richtiger Punkt. Oder da hinten rennt so ein Hibi rum. Achso, man kann dann hier so umschalten. Ah.
Bitte kommen Sie mit mir mit. Was machen Sie hier? Das ist unerträglich, nicht plötzlich. Sie strapazieren mit Geduld. Wenn er auch reinkommt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber er macht hier gerade so ein bisschen Milchtritt auf meiner Brust. Ne, ja. Schnupper, schnupper. Kamera kann ich noch ein bisschen runter machen, aber wenn ich mich jetzt nach vorne beuge und an der Kamera fummle, dann haut er wieder ab. Ne, das magst du nämlich nicht. Wenn man sich da zu sehr bewegt. Ah, ist das hier etwa der... Ja, genau der. Ja, jetzt ist er von alleine schon abgehauen. Warte mal, vielleicht können wir hier mit dem Ding... ...die Luftreinigung ausmachen, dann... ...dann das da unten auch, ne? Ja, ja. Vielleicht uns. Ah, Kampfzwerg schreibt mir gerade, er hat Teil 6 fertig geguckt. Oh nein. Boah. Ja, ich weiß, ich bin eine Potsauer, ich bin krank. Finden Sie ein anderes Kommunikationsterminal. Wollen Sie mehr über Protokollsicherheitsvorschriften erfahren? Ich muss dies melden. Ich glaube, er hat mich bemerkt. Noch so einer. Oh. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Da geht's ja gar nicht lang. Natürlich nicht. Aber da müssen wir hin. Kennt ihr das auch so, aber dieses kränkliche Gefühl, was in einem so hin und her schwebt? Ist wie bekifft, nur nicht ganz so gut. Aber man kann sich hinlegen und wunderbar schlafen.
Wir machen erstmal den Dampf an. Ja, dann machen wir jetzt hier auch eine kurze Nummer. Ich gehe dann jetzt hier gleich ins Bett hier rein, so ein bisschen Fernsehen. Ja, ist kein Sinn. Hier vorne war ja auch eine Klappe, dann kommen wir da schon. Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Errungenschaft freigeschaltet, ohne Kratzer. Hallo, ist da jemand? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Bitte um Antwort. Schon cool gemacht, dieser Schleichpart. Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe.
meine Aufgabe, Recker. Reaktivieren Sie Samuels Kommunikation. Dieses leichte Wubbern im Körper. Jetzt habe ich auch schön, was sie fressen hat, kann man schön. Wenn wir denn hier neu verkamen. Türzugriff haben wir überall. Da drin sollen wir was machen. Leuchtung haben wir ausgeschaltet. Fehlervorgang nicht gestartet. Freigegeben. Fehlervorgang nicht gestartet. Sevastopol, hier spricht Weyland Yutani, Verwaltungsleiterin Nina Taylor. Ich bestätige den Empfang Ihrer Übertragung. Ich bin Teil des Teams, das mit der Abholung des Nostromo-Flugschreibers beauftragt wurde. Die sich in Ihrem Besitz befindende Blackbox ist von höchster Wichtigkeit für Weyland Yutani. Unter bestehenden Firmenabkommen müssen wir Sie darauf hinweisen, dass Sie weder seinen Inhalt zu lesen versuchen, noch jegliche Drittparteien auf seine Existenz aufmerksam machen sollten. Wir werden bald bei Ihnen sein. Nachfolgend sende ich eine Privatnachricht an Marshall Waits. Okay, da hat also jemand die Daten schon abgeholt. Richten Sie Ventile mit rechts, links aus, besteht das? Bewegen Sie markierte Ventile mit links. Alter, ich sehe nichts. Der ist denn geschafft? Es ist hier nicht sicher. Siegson hat ja alles abgeriegelt. Ihre verdammten Androiden töten Menschen.
nicht möglich. Das widerspricht Ihrer primären Programmierung. Ich habe es gesehen, Samuels. Siegsten hat wohl andere Vorstellungen von Syntheten. Und hier ist noch etwas anderes. Eine Kreatur. Sie ist groß und tödlich. Ripley, jetzt mal langsam. Eine Kreatur? Eine Lebensform unbekannten Typs. Eine Art Alien-Organismus. Äußerst gefährlich. Sie und Taylor müssen sich... Ripley, Taylor ist verletzt. Sie wurde während der Überfahrt von Trümmern getroffen. Wie schlimm. Ich kann sie nicht bewegen. Ich brauche medizinische Versorgung. Wir müssen die Verletzung behandeln und... Torrance? Das Funkgerät ist hin. Ich erreiche Verlaine nicht. Wir sind auf uns gestellt. Scheiße. Okay. Ich komme zu Ihnen. Ich schicke Ihnen eine Transitgondel. Ich dachte, die wären tot. Unbefugte Kommunikation. Bitte warten Sie auf einen Siegsten-Mitarbeiter. Scheiße. Flüchten Sie zurück durch Seeks and Communications. Er ist gestört. Unterbrechung aktiviert. Bereithalten. Wie krass ich den Weg auf einmal weiß. Ich renne einfach irgendwo lang und es ist richtig. Also ich renne ja gar nicht immer. Bist du, Junge? Das ist sicher ohne großes Verständnis. Also, wo sind Sie? Ich will Ihnen nur helfen. Die Tür soll zugehen, wenn er da durch ist. Wir wollen
Kommunikationszentrale. Zutritt nur für Sixen-Personal. Alle Besucher müssen sich an der Rezeption sehen. Auf einmal steht da wieder so ein Otto vor dir, Alter. Hier EMP-Minen können wir bauen. Sensor. Ach, da brauchen wir schon mehrere Teile. Die EMP-Vorrichtung detoniert beim Aufprallen und der Fahne Impuls jetzt nicht aus der Syntheten vorübergehend aus der Gefühle. Durch Platzieren wird sie zu einer Annäherungsmine. Wie ich hier hinze, sitzt es auch gut, ne? Schön so hier, so ganz komisch. Speicherding. Speicherpunkt ausgespeichert. Die sind also noch kaputt, wenn ich die hier unten abgeknallt. Aber da ist wieder einer. Flattern und Gelattergeräusche, das nervt mich total. Als ob irgendwas flattert. Flackert. Thank you.
Der Alien ist auch nicht weit. Ja, zurück zur Rezeption. Aber hier müssten sie eigentlich freundlich zu mir sein, oder? Hier dürfen sie mir nichts tun. Hier bin ich ja in keinem Sicherheitsbereich, so. Ich guck mal. Okay. Dann doch nicht. Sitzt hier manchmal auch so total verkrepelt? Manchmal eine Stunde lang oder zwei und dann, wenn du aufstehen willst, oh, alles tut weh. Weggelockt. Dann geht er von alleine weg. Schleichdichter. Thank you.
Na, hier geht's los. Mein Hibi-Android verhält sich seltsam, er hört auf keine meiner Anweisungen. Es ist weg, hört es an. Reflex. Das habe ich gehört. Mist. Jetzt müssen wir uns nochmal an dem da vorbeischleichen. Aber wisst ihr was, das machen wir wirklich beim nächsten Mal. Ich habe keinen. Ja, Bock schon, aber ich gehe lieber erstmal ins Bett. Es ist 8 Uhr, da kann man schon mal ins Bett gehen, wenn man krank ist. So. Ah, so hier mit Maus. Ja, hier, geil. So, Leute, ich hau ab hier. Es ist ja da, bis morgen. So, hier das Spiel beenden. Ja, ja, tschüss. So. Auch Wiedersehen. Aber eins muss ich euch noch sagen. So. Das war eindeutig.